Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Don't Starve. Wir sind mitten in der Wildnis und haben einen Beehive abgefackelt. Und weil es so gut geklappt hat, werde ich es gleich normal machen. Und zwar brauchen wir dafür allerdings... Oh, ich habe die Hunde gehört. Shit. Nicht gut, gar nicht gut. Oh nein, komme ich noch zu den Schweinen? Ach Mist. Ach du Heilige. Warte mal, wo sind denn die Schweine überhaupt? Die sind hier so. Da muss ich noch ein ganzes Stück laufen. Oh, bitte. Schweine, wo seid ihr? Oh, das wird eng, ey. Ich werde auf jeden Fall rennen, bis ich bei den Schweinen bin. Und ich hoffe, dass da noch ein paar leben. Oder die Büffel oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie viele hier kommen. Und ich bin hier in einem unbekannten Gebiet. Scheiße. Ach Mist, da kommen schon die ersten. Ach, guck mal, hier sind... Ach ja, schau mal eine an. Ah, meine Rettung. Boah, hab ich ein Glück. Oh, hab ich ein Pech. Oh nein. Oh Mann, geh weg. Hab ich ein Glück. Ach, bin ich froh, dass hier so viele Schweine waren. Ach, bin ich froh, dass hier so viele Schweine waren. Ich bin richtig froh gerade, dass hier so viele Schweine waren. Das war richtig Glück gerade. Wow, das hätte auch ziemlich bitterböse ausgehen können für uns gerade. Aber da waren ein Haufen Schweine, die uns retten wollten. Und wie viele Schweine hier sind. Alter, ist das krass. Da werde ich auf jeden Fall, wo ist meine Fackel? Ach, guck mal. Wir brauchen gar keine Fackel. Die hat sich dafür entschieden, einfach so zu kommen. Und das Coole ist halt, die Schweine sind jetzt einigermaßen intelligent. Das heißt, wenn ein Schwein hier kämpft, dann kommen die anderen Schweine alle helfen. Was eine coole Sache ist. Ups, nee. Ja, mach mal den Baum hier mit Feuer, dann helfen wir auch ein bisschen mit bei dem Kampf. Wobei, naja. Die Schweine nehmen ja dann auch Schaden, was nicht so gut ist, aber das ist schon okay so. Ja, wir können ihn eigentlich töten, indem wir ihn hier ins Feuer rein dingsen, oder? Nee. Ich hätte echt gern mal ein Pigskin-Dingens. Das ist ja... Also wie viele Schweine schon gestorben sind, aber ich einfach kein Pigskin-Scheiß bekomme, ist echt eine Frechheit teilweise. Das ist echt eine Frechheit. Aber was ich mal machen könnte, wir könnten denen ein bisschen Monster-Meat geben. Und uns mal eine etwas größere Armee bauen. Und dann jetzt mal die Spider Queen da legen, ey. Kann ja nicht angehen. Dass wir so oft auf die Nase bekommen. Deswegen, so. Attack. Ja, Attack. Ihr faulen Säcke, ihr. So, macht mal kaputt jetzt. Sehr schön. Macht kaputt. Macht kaputt. Ihr sollt nicht die kleinen Spinnen kaputt machen. Ihr sollt auch nicht kiten. Ihr sollt kaputt machen. Macht kaputt. Ja, wir haben jetzt sehr viel Monster-Meat bekommen und halt so einen lustigen Party-Hut. Ja, der aber dafür sorgt, dass unsere Sanity runter... Hä? Warum? Warum? Warum haben die mich einfach angegriffen gerade und getötet? Hä? What the fuck? Ich hab absolut... Hä? Warum? Warum haben die mich gerade einfach gekillt? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls ist Wes jetzt tot.
Das nächste Update ist noch ein bisschen hin. Also, ich glaube noch 7 oder 8 Tage jetzt, wenn ihr diese Aufnahme hier seht. Ja, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich einfach nochmal mit einem anderen Char anfangen. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken, was hier die anderen Modis und so alles sind. Aber ja, das war mal wieder eine sehr kurze Folge. Und ich weiß nicht, warum die Schweine mich einfach getötet haben. Ich habe keins davon angegriffen. Keine Ahnung. Ja, damit beende ich hier den Part. Ist natürlich sehr schade jetzt, dass ich es so enden musste. Aber ja, gut. Kann man nichts machen. Vielleicht werde ich mit... Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal jetzt sofort ein neues LP, also eine neue Runde anfange. Oder ob ich warte bis aufs neue Update oder wie auch immer. Ich werde mal schauen. Vielleicht werde ich nochmal mit Wilson eine Runde spielen. Da hat man ja seine Meat-Effigies und dann hat man auch 2, 3 Leben quasi. Das ist ja... Das ist ja besser. Und mit Wes werde ich sicher nicht mehr spielen seit dem Winter-Update. Das hat einfach zu krass reingehauen. Ja, damit verabschiede ich mich und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.